Ein wunderschönes Hallo bei Green Hell. Fars ist hier munter am Blueprints setzen. Ich bin jetzt gerade so am Hin und Her überlegen. Ich muss mein Inventar leer bekommen. Ist es aber jetzt noch sinnig, oben bei uns noch eine zweite Kiste zu bauen? Oder soll ich hier schon mal eine hinsetzen? Weil so eine Kiste ist eine Kiste. Das ist, kann man da auch unterwegs einfach Sachen abspeichern. Würde ich eigentlich fast machen. Oder? Ich meine, hier ist ja eine gute Stelle, wo man sich die Kiste merken könnte, dass sie eine eben, ist. Eben. Ne? Das meine ich. Deswegen, ja. Man könnte dann auch hier überlegen, ob man hier nebendran dann sogar schon so ein Lehmding baut. Ja. Aber wie viel war denn so ein Lehmding? Das war eigentlich auch nicht so viel. Moment. Glaube nicht, nö. Lehmmischer. 4 Stock und 8 Holzscheide. Ja, okay, die hauen es halt wieder raus. Aber wo kann ich das überall hinsetzen? Wollen wir jetzt einfach mal hier loslegen und ersten Rahmen hier mal bauen? Ich befürchte es fast. Ja. Warte mal, hier so ein Lehmmischer hin, ist das okay? Ja, ist okay. Ne, oder? Aber hier so ist okay. Halt jetzt, riesig Platz haben wir jetzt auch nicht, habe ich jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, weil spätestens hier, wo die grünen Pilze auf dem Holzstamm sind, kommen wir wahrscheinlich auch wieder nicht mehr weiter. Ja. Ja, ich glaube. Der Stein hier ist auch schon im Weg. Quadratischer bauen, ne? Ja, der Stein ist auch schon im Weg, ja. Also, ja. Ein bisschen Klick kriegen wir 4x4 hin. 2x2, Entschuldigung. Ja. Ja, genau. Genau. Ich würde dann aber trotzdem relativ schnell den Lehmmischer bauen wollen. Also, wir können uns ja aufteilen. Du machst die Rahmen, ich mach den Lehmmischer, dann kann ich nämlich auch eine Kiste bauen und dann habe ich mein Inventar endlich mal leer. Ja. Und es regnet schon wieder. Yeah. Stark. Palmen. Ist das richtig, was du da tust? Alles umreißen, ja. Das kann nur richtig sein. Alles muss weg. Hast du hier schon Holzscheite produziert? Nee, oder? Da kommen gleich wieder welche. Ah ja, meiner. Ist das auch einer? Ja, das ist auch einer. Ist das auch einer? Nee, das ist nicht. Mehr kommen hier meistens nicht raus. Nee, ja. Ich brauche ja auch nur 8 für den Lehmmischer. Ja, super. Hä? Ich hatte gehofft, steckst du da ins... Ja. Oh, wir wurden angegriffen und haben es nicht gemerkt. Ja, super. Ne? Also, wir könnten da jetzt wieder Fleisch rausboxen, muss aber auch nicht sein. Klinge erforderlich für mich. Also, ich habe keine Klinge dafür, aber du schon. Ja, aber kannst das geht ja machen. Wir haben ja eh eine Kiste parat dann. Ja, aber hat ja super getan, das Fleisch. Das war doch toll. Minus 50 Geist? Das ist, ich glaube nicht. Aber du kannst den Bogen hier nehmen, den daneben. Vielleicht. Ja, wo ist er? Daneben, der liegt daneben. Ach da, ja, warte. Ich hab mich gewundert, was das für komische Geräusche sind. Dabei wurden wir die ganze Zeit abgeschossen. Aussprache, schwere Sprache. Ja, ganz klar. Reicht der Baum? Ich probier's mal. Ja, jetzt wird dem auch noch müde. Wir könnten auch schon fast aus der Palme, die du da gebaut hast, zumindest einen kleinen Palmbett bauen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann könnten wir da zumindest ein bisschen Energie holen. Dann mache ich das auch mal schnell. Ich mache hier jetzt einfach mal alles schnell. So. Gut, jetzt ist halt die Sache gleiche Sache wieder. Jetzt bauen wir halt einfach das... Naja, einfach nur so schnell Sachen, die wir eigentlich 5 Meter weiter sowieso schon hätten. Ja. Das würde nicht ständig laufen, ne? Aber jetzt baut man es halt wieder irgendwo hin. Und wenn es fertig ist, baut man es wieder ab und dann ordentlich hin. Das könnte ich mir fast vorstellen. Habe ich nicht das ganz verstanden. Das wäre ein bisschen blöd. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber wir bauen jetzt quasi das Möbeljahr, ohne das Haus fertig zu haben. Ja. Feuer können wir jetzt ja eh erstmal nicht bauen. Was wollte ich bauen? Ach so, ein Bett.
Ja, genau, also im Bett wären ja nur die Palmenblätter gewesen, aber ich laufe tatsächlich mal wieder zurück, dann kann ich nämlich das Fleisch kochen, das verdirbt uns sonst. Und dann auch schnell mal schlafen, ist es ja auch nicht so weit. Nee, wirklich nicht. Genau. Dann schlage ich mich hier ganz allein durch den Wald. Da kann ich vielleicht die Holzscheite, die wir oben hatten, noch mitbringen. Wow, 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 ich werde angegriffen. Oh mein Gott. Ich werde angegriffen. Hilf mir. Ich bin tot. Ich hab... Es ist doch toll. Scheiße. Oh ja, die rennen auch auf mich jetzt zu. Ja. Oh scheiße, jetzt ich habe gar nicht geschaut. Die Scheiße, die Mann. Die werfen mit Steinen, werfen die hier. Ja, und werfen sich, schießen nicht mit Pfeilen ab, also sie haben alles. Den einen habe ich jetzt einen Pfeil reingedonnert, aber das hat ihn nicht interessiert anscheinend. Du musst im Kopf schießen. Ja. Ich habe ja nichts. Ja, ah, danke. Jetzt wurde ich angepiekst. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Anscheinend haben sie vergiftete Sachen. Alter, also doch nicht so eine gute Ecke hier, oder was? Weiß ich nicht. Ach, jetzt kommen sie wieder an. Na toll. Ich hab mich noch gerade... Stupid piece of shit. Lass mich in Ruhe. Ich hab nichts getan. Ich wollte nur mein Zeug holen. Ja, also man darf hier einfach nicht expandieren. Das ist, Ja, das... Die ganze Zeit haben sie uns noch geduldet, aber das war jetzt nur immer zu viel anscheinend. Wie kann ich einen Speer bauen? Ich sterbe jetzt eh, weil ich bin irgendwie verwundet. Ich hätte nur gern mein tolles Zeug geholt. Das ist ja interessant. Ich wach auf und hab den Speer noch. Nicht den Speer, aber den Bogen. Das finde ich jetzt so schnell nicht. Ja, die sind jetzt da unten, wo mein Zeug ist. Und das gute Fleisch wird jetzt halt schlecht. Oh, das Feuer ist auch wieder aus. Ja. Also mir geht es halt hauptsächlich um das Fleisch. Der gute Tab hier, der soll nicht umsonst gestorben sein. Ja. Oh, das hat man ja nichts zu verlieren, ne? Geh mal hin. Ich glaube, Folge dir. Ja, ich guck schon, ich such schon. Aber ich weiß halt nicht, wo ich im Eifer des Gefechts umgefallen bin. Ach so, ja, ich hab mich extra günstig positioniert, möchte ich sagen. Nee, ich konnte gar nicht mehr wegrennen, so schnell ging das. Nee. Hier nicht. Ah, die kamen hier um die Ecke und haben mich dann gejagt. Dann wollte ich wegrennen. Hier unten müsste es irgendwo sein. Also auch da, wo du bist. Dürfte eigentlich gar nicht so weit weg sein. Ah, hier ist es. Ja, super. Kannst mal gucken, ob du das Fleisch wieder bekommst oder ob das einfach auch schon despawned ist. Manches verliert man ja, manches nicht. Aber ich werde vermutlich eh sterben, weil die mich angepiekst haben. Ich habe eine fette Schnittwunde. Und bei mir bumpert's. Achso, ich habe hier Federn und alles, ich kann hier viel aufheben. Nimm das auf, nimm. Mir bringt ja nichts, wenn ich es aufnehme, wenn es gleich wieder umfall. Achso, ja. Ja, nimm einfach mal alles auf, das geht. Ich guck, ob ich mich so doch noch irgendwie heilen kann. Ich bezweifle es zwar. Warte mal, was sagt denn Mama Tagebuch dazu? Keine Chance. Also, wie viele Knochennadeln hattest du jetzt dabei? Das waren 8 Stück, glaube ich, jetzt gerade. Ja, weil die leichter sind als Knochen. Ja, ach so. Ja, wenn man sonst nichts aus Knochen machen kann, ist das ja gar nicht mehr so blöd. Bisher nicht irgendwie. Man kann Ameisen irgendwie sammeln. Okay, ein Verband mit einem Desinfektions... Wir müssen das mal irgendwie hinbekommen mit diesem ganzen Arznei-Trara. Ja, es nervt wirklich. Ja, vor allem, jetzt, wo du sagst, musst du irgendeine heilende Pflanze finden. Ich meine, das ist ja super. Ja. Weil jetzt auch wieder bei einer Schnittwunde heißt es halt, ja, kannst du einen Verband drauf machen, aber kann halt zu Infektionen führen. Toll. Danke, Spiel. Ja, sehr nett. Ja. So, ich bräuchte irgendeinen Stein.
irgendeinen Stein, dann könnte ich nämlich hier so eine Pflanze umboxen, die ich brauche. Das ist immer so typisch. Andauernd läuft man über irgendwelche Steine, sobald man es braucht. Ist es nicht da. Ah ne, der Knochenklinge brauchen mehr. Esse ich das halt mal, warum nicht? Essen. Kann ich die Pflanze auch einfach so umboxen? Geht das? Nee. Ich brauche einen Stein. Warum brauchst du jetzt so unbedingt einen Stein? Was um mir eine Klinge zu machen, damit ich die Pflanzen für die Verbände bauen kann. Sonst sterbe ich gleich wieder. Ja, dann sag doch, also ich kann ja gleich zu dir kommen, dann machen wir das so, dann baue, mache ich dir die Pflanzen klein, die du brauchst. Ja, ja. Ja, ja. Ich brauche halt diese Verbandspflanze, weißt du noch, diese gelbe. Ja. Hab auch schon eine gefunden, so. Aber halt hab, wie gesagt, keinen Stein. Ansonsten kommst du einfach vorbei zu der Lebengrube hier und bringst mir einen Stein mit. Oder zwei. Guck ich gerade mal, ob ich das hab. Nee, ich hatte doch hier. Ach, Mist. Ich hatte mal jede Menge Steine hier. Ja. Hatte ich auch. Kann ich dir fast nicht helfen, ja. Super. Das ist so nervig. Jetzt einen Stein finden. Ich meine, gibt es keine großen irgendwo? Die waren auch immer gut, dass man daraus kleine machen kann. Nee, findest du auch nicht, ne? Naja, nee, eben, ja. Finde ich beides nicht. Aber ich kann jetzt vielleicht. Wie war das? Knochenmesser, immerhin. Machen wir das. Geht ja auch. So, komm, gib her. Mal das herstellen. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel herstellen, ne? Ja, herstellen. Zubbel, zubbel, zubbel. Jetzt gucken wir uns das mal an. Haben wir hier ja gute so. Idee. Ja, ich wollte uns gerade ein Räuchergestell bauen. Sieht auch soweit ganz gut aus, aber jetzt brauche ich auch einen Stein für eine Axt. Moment, nein, das war ja falsch. Hergestellt. Wohin denn jetzt eigentlich? Bei uns dann oben nochmal hin. Oh, du musst gerade noch zu mir kommen, wenn das geht. Ja. Diese unbekannte Frucht ist eine ganz besondere unbekannte Frucht. Ich habe das Gefühl, die gibt einem ziemlich viel. Mhm. Ich komme. Jetzt habe ich Verbände, aber immer noch einen Bumpern auf dem Ohr. Das geht weg. Ja. Nee, nee, warte mal, du bist falsch gelaufen. Ja, du siehst mich, sorry, hätte ich dazu sagen müssen. Ich war in deiner Nähe. Da. Das ist die Maiskolbenfrucht. Die will ich haben. Die ist super. Auch gut. Ich habe hier hinter die unbekannte Frucht. Aber kann man nicht irgendwann mal die Frucht lernen? Also ist doch kacke. Ich verstehe es auch nicht. Das ist die hier. Die habe ich vorhin auch noch nicht so gesehen. Ah, okay, was macht die? Soll ich die essen? Ja, iss mal eine. 6 Kohlenhydrate und 8 Hydration. Ja, ist okay. Ne? Jetzt nicht super geil, aber auch nicht unbedingt schlimm. Ne? Sag mir, wo die Steine sind. Wo sind sie geblieben? Achso, du brauchst auch nach wie vor welche. Ja, ja, ich finde aber gleich welche. Ist kein Problem. Ja, dann ist. Hier ist ein Stein. Na, ich muss dich eh ausruhen. Na, siehst du. So, wo bist du? Hier Richtung Lager zurück. Versuche ich jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Ich muss mich ausruhen, sagt er. Und Feder. Gut, mitnehmen. Was wollte ich sagen? Bei mir ist jetzt halt genau wieder das Problem. Toter Papagei. Bei mir ist jetzt genau wieder das Problem.
Ich bin eigentlich fit, nur durch diesen Schnitt oder die Schnittwunden geht's mir halt nicht gut. Das heißt, ich sterbe mit vollem Magen, so nach dem Motto. Ja, da lohnt sich nichts mehr zu essen, ja. Ja. Ausruhen hilft da halt. Ah! Oh, das Pumpern hat aufgehört. Na, so ja, sowas. Was. Kommt das weg? Passiert das denn auf einmal? God, I'm thirsty. Jetzt ist ja auch noch Donnerstag. Ja, dann schlage ich einfach mal durch. Oh. Was denn? Ich hab mich eigentlich verlaufen, bin bei unserer geplanten neuen Stelle, aber jetzt habe ich gerade gesehen, hier sind keine Gegner, deswegen habe ich schnell meinen ganzen Stuff, den ich hier gedroppt habe. Achso, den hattest du gedroppt, bevor du stirbst oder was? Oder? Nee, durch den Kill halt gedroppt, ja. Ah, okay. Yeah. Ich bin halt direkt auf eine blanke Fläche gelaufen, direkt an die Felswand, deswegen war es einfach. Ja, ja. Einfach. Es war halt einfach einfach. Einfach einfach. Das noch, trinken wir das noch, trinken wir. Achso. Ja. Gut, dann bin ich ja wieder halbwegs fit. Wo hast du meinen ganzen Stuff hingepackt? Ist dann jetzt die Frage. Nö, ich glaube, ich hab den noch. Hm? Wahrscheinlich ja, habe ich den sogar noch. Halb so wild. Falschheit. Und da reinlegen. Was braucht das Ding jetzt dann noch? Hä, hey, warum kann ich hier nicht mit durchlaufen? Hier kann man nicht mit durchlaufen wegen dem Dach nicht. Also das ist echt kein Bauspiel. Nee. Genau, wir brauchen noch einen langen Stock. Den sollten wir ja finden. So, und da mal ein Stückchen. Oh Mann. Da noch ein Stückchen mit. Hi! Hallo. Hast du noch eine extra Axt oder so? Ne, ich hab keinen Stein. Nein, ich meinte, dass die von... Blip, du hast doch meinen Stuff aufgesammelt. War da keine Axt dabei? Glaube nicht. Okay, das ist schade. So, kleiner Stock. Da haben wir ja zum Glück welche. Ach. Ich fahr mit dem Aufzug. Hier ist ein großer Stein, da kann man kleine Steine draus machen. Ich hab jetzt hier auch welche, brauchst du welche? Nee, jetzt mache ich mir gerade selber was. Achso, das war falsch. Wenn ich auch meine Axt brauch. Jetzt brauche ich wieder Seile, jetzt brauche ich wieder alles. Das ist einfach alles wieder von Start, das ist voll schlimm. Seile, aufweise Seile. Gibt's hier welche? Gab's jetzt eigentlich irgendeinen Unterschied zwischen bei den Pfeilen oder waren alle Pfeile immer gleich? Es gibt nur Pfeil. Immer nur Pfeil. Weil ich habe jetzt ungefähr 10.000 Feder. 29, um genau zu sein. Okay, ja, dann machen wir ein paar Pfeile. Ja. Dann wie war das? Zwei Stöcke, nee, ein Stock, zwei Federn, ne? Genau. Bring ich mal ein paar Seile mit. Dann kann ich mir nämlich auch gleich einen neuen Bogen machen. Oder wie viele Bögen hast du jetzt auf Tasche? Ich habe, glaube ich, auch zwei Bögen, also lass das mal. Ja. Ist halt auch die Frage, wie gut die sind. Ich nehme nicht einfach jeden Bogen. Das stimmt natürlich, ja. Eine ist auf 4%. Ne, das lohnt sich ja sehr. Hä? Hä? Manchmal sind die Geräusche so super merkwürdig, als ob da Mods in irgendwas einbricht oder so. Ah, naja. Soll ich mal gucken. Jo, der ist total down. Ja, dann zerstör ihn. Jo. Gut. Nochmal das. Nehmen wir mal eine Schnecke mit. Nochmal eine Schnecke. Und dann bringe ich auch nochmal einen Lehmklump mit, wenn ich schon hier bin, ne? Jo. Warum kann ich jetzt nicht zerstören? Na, dann eben nicht. Du musst auf zerstören und dann nochmal auf bestätigen. Finde ich eigentlich gut, damit man nicht aus Versehen draufklickt. Achso, jetzt da. So. Ah, jetzt muss das auch rüber flüsseln. Genau.
So, aber das Schöne ist jetzt, dadurch, dass wir hier ein Dach hinbauen, muss man sich immer hinknien, wenn ihr durch will. Total klasse. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Erstellen. Hast du ein paar Pfeile für mich? Ja, sofort. Cool. Dann baue ich mal schnell eine Axt. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Danke. Finde ich gut. Ja. Das finde ich echt gut. Was habe ich denn jetzt an Essen? Nur nicht sterben, sonst ist es gleich wieder alle weg. Ja. Wie ging das mit dem Einsehen von deiner Palme, die übrigens verschwunden ist? Keine Ahnung. Das erklärt, warum hier die Holzscheite lagen. Ach so, ja super. Entweder war sie durch oder sie wurde kaputt gemacht, eins von beiden. Na. Waren sicher die Nachbarn. Weil ich nämlich jetzt hier diese Maispflanze wieder gefunden habe. Die gibt einem, also ein von den Dingern gibt einem 15 Proteine, 25 Kohlenhydrate, 10 Energie und 3 geistige Gesundheit. Also das ist echt absolut so ein super Ding. Ja. Und deshalb wäre das ja nicht verkehrt, das zu kultivieren. Schau mal. Absolut. Das eierlegende Wollmilchsaupflanze. Das Ding hier. Ja. Ne? Und das ist halt auch in so einem Busch, das sieht aus wie diese komische, doofe, unbekannte Frucht, die halt, oder unbekannte hat aber halt in der Mitte so diesen Maiskolben und irgendwie gibt's den nicht allzu oft. Aber wenn, dann ist gut. Hat er jetzt das Räuchergestell angefangen und macht's nicht zu Ende hier? Nee. Oh, aber hä? Was war das? Seit wann geht das? Jetzt kann man hier einfach mal dran klippen. Warum? Weiß ich nicht. Ja, können wir hier drüben nicht dran... Nee. Nee, da ging's immer noch nicht. Ja, ich dachte, das ist vielleicht eine Schalnik... vielleicht liegt es ja auch wirklich, aber das wäre komisch. Ja. An der Treppe, weil das ist ja eigentlich extra so gedacht, dass man dann innen drin hochgehen kann. Fragen über Fragen. So. Mache ich jetzt nochmal schnell das da zu Ende. Damit wir das dann haben. Du hast das Räuchergestell jetzt so bauen können. Ja, ich konnte es nicht unter dieses Ding bauen. Und warum hast du es so hoch hingedreht? Ist es falsch rum, meinst du? Das ist falsch rum, ja. Na dann, musst du wieder weg. Nee, Quatsch, jetzt ja, habe ich es ja schon gebaut. Ist auch nicht schlimm, man kommt ja immer noch drum rum. Ja, ist doch schön, wenn man da reingucken kann. Jetzt ist es schon fertig gebaut, jetzt lassen wir das auch. Toll. Warum ist das nur gelb und was bedeutet das? Pflanzen gelb schneiden. Gelb ist nicht so gut wie weiß in diesem Spiel. Ach so. Wollen wir die Pflanzen hier schneiden? Kleiner Blätterhaufen. Kleiner Blätterhaufen brennen. Ja. Habt ihr es doch schon... Ach so, jetzt. So. Jetzt können wir nämlich das Feuer da drunter bauen, aber wir haben jetzt kein Fleisch. Ich habe Ara-Fleisch, doch, doch. Oh, machen wir das mal. Kein Platz mehr im Rucksack. Jetzt habe ich keinen Stock. Ja, ich glaube, ich komme. Bananen, ach Mensch. Was? Warum isst du die nicht? Ich hab keinen Hunger mehr. So. Ich schmeiße die Klippe runter. Ja, mach mal. Jetzt haben wir wenigstens das Ding fertig. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss man halt immer wieder zwischen dem einen Lager und dem anderen Lager rumpendeln oder ja, so. Ja, das andere Lager war ja noch nicht wirklich der Rede wert, oder doch? Nee, nicht wirklich. Also war ja auch nichts fertig gebaut, bis auf den einen Rahmen. Und der wurde vielleicht wieder eingerissen von den Eingeborenen. Jo. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das alles
entwickelt. Kann man nicht auch ein Dach ohne Gestell bauen? Nee, ich glaube nicht. Aber genau, müssen wir mal schauen. Jetzt sind wir hier. Haben es überlebt. Ich muss nochmal in die Aufnahme schauen, wie viele Tage tatsächlich der letzte Tod her war. Ich glaube, das war dann auch wieder das längste. Man steigert sich dann peu à peu. Ja, absolut. Also wenn wir eins können, dann ist es steigern. Ja. Aber man merkt, ich muss halt den Bogen auf Tasche haben. Und ich habe das Gefühl, das was im Slot 1 ist, geht nicht verloren. Also jedenfalls hatte ich eben nach dem Respawn den Bogen immer noch gehabt. Oder vielleicht war er einfach nur kaputt. Oder zu kaputt. Na, dann lasse ich den jetzt mal im Slot 1 und dann finde ich es raus. Weil eigentlich hatte ich gar nichts mehr im... Aber kann auch sein, dass ich nichts im Slot 1 hatte. Das kann natürlich auch sein. Finden wir alles heraus. Und ob ich mit dieser Steinaxt tatsächlich noch Eisen knüppeln können, das finden wir auch nochmal irgendwann heraus. Aber nicht in der Folge. Deshalb. Nö. Wenn du nicht noch was hast. Nö. Vielen Dank fürs Schauen. Euer Kafaun.